Es ist in der Tat bedauerlich, dass die Friedensverhandlungen noch nicht vorankommen. Aber es ist jetzt an der Zeit, schon an die Zukunft zu denken. Denn zuschauen, das reicht nun wirklich nicht aus. Die Menschen in Syrien und auch die, die geflohen sind, stellen sich doch ganz wichtige Fragen, nämlich nach ihrer Zukunft und wie es nach dem Ende des Krieges für sie weitergeht. Und das sind wichtige Fragen, zum Beispiel, wie stellen wir eine Friedensordnung her, in der Rechtsstaatlichkeit herrscht? Wie drängen wir die geschaffene Radikalisierung durch IS-Terror und Krieg wieder zurück? Oder auch, wie geben wir unserer jungen Generation gerade dieser Bildungs- und damit auch Berufschancen, um das Land wiederherzustellen? Dafür ist es ganz bestimmt nicht zu früh und das treibt diese Menschen auch sehr um. Und wir, die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, wollen mit der demokratischen Zivilgesellschaft der Syrer uns diesen Fragen widmen. Wir wollen sie mit ihnen diskutieren und ihnen dabei helfen, jetzt schon Konzepte zu entwickeln. Und das tun wir mit Syrern in der Region, aber auch hier in Deutschland. Und das scheint uns keineswegs verfrüht zu sein. Und damit ist auch diese Veranstaltung ein Signal, dass wir an eine Zukunft für Syrien glauben, auch wenn es im Moment noch nicht so aussieht.